Die vierte Staffel von Yu-Gi-Oh! Ist eine komplette Filler-Staffel mit 40 Folgen, die auch noch wirklich gut ist. Die anderen außer 5 haben wir ja schon fertig, also nicht lange rumlabern, es ist Zeit für ein Duell. Taucher wurde eingesetzt und Atlantis gefunden. Auch finden sich unser Dino-Liebhaber und Insektenliebhaber, die gemeinsam Yugis Götterkarten haben wollen. Allerdings erstmal gegen einen Typen mit Monokel und einer verdammt coolen Duelist ran müssen. In der Zeit schwänzt Yugi die Schule, um zum Museum zu gehen. Kurz vor dem Museum trifft er aber noch auf seine Freunde, die ihn nach der Schule gesucht haben. Das Schwänzen hat sich also eindeutig gelohnt. Also gehen jetzt einfach mal alle gemeinsam ins Museum, um da die drei Götterkarten hochzuhalten. Nur damit einer wieder gegen den Pharao schießt und einen Fluch aktiviert. Die Steintafel wird zu Eis. Duel Monsters erwachen zum Leben. Hey, Junge, Junge, der Pharao hat gefühlt mehr Feinde als Hitler. Die Kuiper Corporation hat keine Ahnung, was abgeht. Rex und Weevil stehen stoned as fuck auf dem Bürgersteig rum. Am Abend werden dann auch noch die drei Götterkarten von Bikern gestohlen. Schnell den Dieben auf Motorrädern hinterherjoggen. Also entweder sind die Motorräder auf 25 km/h gedrosselt oder unsere Freunde sind schneller als Kizaru. Angekommen springt ein Mann mit einem Monokel vom Kran und zwingt Yugi zu einem Duell mit einem fairen Deal. Wenn Yugi gewinnt, kriegt er seine Karte wieder. Wenn er verliert, verliert er seine Seele. Nämlich wird im Duell das Siegel von Orikalkos aktiviert. Dadurch kann Yugi nicht mehr raus und die Monster vom Monokelkopf steigen um 500 Angriffspunkte. Im zweiten Zug hat Yugi aber schon Valkyrien auf dem Feld, Monokeljockel gönnt sich aber fucking Obelisk, der dank Orikalkos sogar von ihm kontrolliert werden kann. Trotz Monokel sieht der Gegner plötzlich doppelt. Außerdem wird jetzt noch von einem super starken Monster geredet, das wieder auferstehen wird, wofür man aber einige Seelen braucht. Unter anderem wohl Weevil und Rex. Yugi holt seine drei Magnetkrieger wieder und schickt sie einem nach dem anderen in einen Suizidangriff, um auch Obelisk mitzureißen. Schwarzer Magier aufs Feld holen, der mit seinen Angriffen nicht durchkommt, weil der Monokel-Mongo 6 Monster aufs Feld holt. Dank Orikalkos kann er nämlich bis zu 10 Monster kontrollieren. Und Staubtornado bringt auch nichts gegen das Siegel. Das schwarze Magiermädchen in Kombination mit Welle der Verwirrung aber. Mit der zerstört er alle Monster und gewinnt das Duell. Nur gibt's jetzt kein Obelisk. Er schmeißt ihn zu den anderen dreien, seine Seele wird genommen, dafür kriegen Weevil und Rex ihre Seelen wieder, die erstmal befragt werden. Rebecca kommt noch vorbei, macht Yugi an und bringt unsere Freunde zu ihrem Großvater. Professor Großvater erzählt von seiner Atlantis-Entdeckung, was bedeutet, dass Duel-Monster schon viel länger existiert als das alte Ägypten. Yugi gibt dem Professor noch ein abgezogenes Amulett vom Monokeltyp. Die drei Götterkarten kommen beim neuen Gegner Darts an, der Heterochromie hat und scheinbar kein schlechtes Wetter mag. Währenddessen träumt Yugi gerade über drei eingefrorene Drachen und dem schwarzen Magiermädchen. Ja, wer nicht, wer nicht. Die Welt der Menschen und die Welt der Monster ist in Gefahr. Um die Welt zu retten, kriegt Yugi Unterstützung von dem Drachen Timaeus, den er mit einem Schwertziehen befreit. Wieder in der Stadt macht der Leviathan Auge, greift Yugi an, der mit dem Timaeus an seiner Seite nochmal ein Auge zudrücken kann. Jetzt war es zwar nur ein Auge und dementsprechend schwach, aber was, wenn es bald mehr wird? Unsere Freunde rätseln über Timaeus und was einfach so allgemein abgeht. Yugi kriegt Post von Pegasus mit einer Karte und einer VHS-Kassette. Das weckt Erinnerungen. Der weiß, wer der Auslöser ist, will aber nichts Genaues sagen, dafür müssen sie schon persönlich vorbeikommen. Weevil und Rex hören alles mit und wollen als erstes zu Pegasus, um irgendwie gute Karten abzustauben. Aber auch Darts schickt seine drei Jünger zu ihm. War eigentlich gar nicht nötig, immerhin hat Mai ihn schon eingesackt. Per Privatjet geht auf die Reise zu Pegasus. Weevil und Rex schmuggeln sich im Gepäck mit. Und selbst Kaiba macht sich auf den Weg zu Pegasus, weil er fast die Hälfte seiner Aktien aufgekauft hat. Erstmal durch die überkranke Stahltür, ein Spinn aufmachen, da ein Koffer öffnen und sein Deck mit Duel-Disc erhalten. Ab in den weißen Drachenjet und auf zur Party auf dem Königreich der Duellanten. Es geht anscheinend doch nicht zum Königreich der Duellanten für unsere Freunde, sondern nach San Francisco in die Nähe der Golden Gate Bridge. Oder das Königreich der Duellanten ist da halt irgendwo in der Nähe. Kaiba ist auf jeden Fall schon angekommen und will sich mit Pegasus duellieren. Und wie man sich denken kann, gönnt sich Pegasus schnell wieder die Toon World. Das heißt, weißer Drache gegen Toon weißer Drache. Naja gut, um Kaiba direkt anzugreifen, wird der fürs Toon schwarze Magermädchen geopfert. Kaiba vernichtet die Toon-Welt, wodurch Pegasus sein wahres Gesicht zeigt. Denn Pegasus ist gar nicht Pegasus, sondern Alistar, der das Duell mit dem Siegel von Orikalkos aufpimpt. Alistar holt sich Golag aufs Feld, der nicht nur 500 Angriffspunkte für jedes Feuermonster auf dem Feld bekommt, sondern kommt jedes von ihm zerstörte Monster auch noch als Feuermonster auf sein Feld zurück. Für 4 Sterne ist der Bro schon echt heftig. Scheinbar hat Alistar früher seinen Bruder verloren von den Waffen, die Kaibas Stiefvater Gozaburo verkauft hat. Alles, was ihm noch von seinem Bruder bleibt, ist eine kaputte Actionfigur und so kam er halt auch an Darts. Logisch, dass er sich jetzt auch an Kaiba rächen will, obwohl dieser damit eigentlich gar nichts zu tun hat und
ergo Saburo eigentlich genauso hasst. Kaiba hat nur noch 400 Lebenspunkte. Aber kein Ding. Bisschen hier und da kombinieren und schon sind der weiße Paladin und der weiße Drache auf dem Feld, die ein bisschen das Feld aufräumen können und der weiße Paladin dann auch noch zum zweiten weißen Drachen wird. Alistar schafft es aber nicht nur die beiden zu zerstören, sondern die auch noch zusammen mit Golak wieder auf sein Spielfeld zu holen. Jetzt trippt auch Kaiba zu den Kristalldrachen und befreit Akritias, den er direkt mal zieht und spielt. Zusammen mit der Crush-Karte fusionieren, alle Monster zerstören und zumindest noch ein Unentschieden rausholen. Alistar verschwindet, Kaiba hat immerhin eine neue Karte bekommen. Unsere Freunde werden an einer alten, verlassenen Tankstelle ausgesetzt. Das Königreich der Duellanten ist echt nicht mehr das, was es einmal war. Dann kommen auch noch viele Motorradfahrer vorbei, die unsere Freunde umzingeln und ihnen die bekannte Eisenstangenmassage zeigen wollen. Mai kommt, bewirft die Angreifer mit ihren Karten und rettet somit unsere Freunde. Kaiba fliegt weg, Duke gabelt Rex und Weevil auf und zusammen wollen sie jetzt zur Hauptstelle von Industrial Illusion, wo gerade Yugi und Co. angekommen sind. Reingegangen, erwartet sie niemand. Dann werden sie auch noch in Käfighaltung gesteckt und Mai kommt mit einem Motorrad runtergebrettert. Die hat Pegasus in einem Duell mit dem Siegel von Orikalkus besiegt und damit auch seine Seele verschluckt. Und sie kommt nicht alleine. Die anderen beiden Biker sind auch noch bei ihr. Mai duelliert sich jetzt also mit Joey, beziehungsweise zieht die einfach, ohne ihr Deck zu mischen, spielt schon das Siegel von Orikalkus und ihre Harpie, ohne dass Joey auch nur seine Dual Disc aktiviert hat. Selbst Yugi kann das Siegel mit seinem Puzzle nicht zerstören. Da hilft also wirklich nur noch das Duell. Wo Joey am Anfang ziemlich schnell kassiert. Naja, er steckt eh in einer Pattsituation. Wird Joey gewinnen, verliert Mai ihre Seele. Gewinnt Mai, verliert er seine Seele. Dabei hat Mai auch noch ein stärkeres Deck als in Battle City, was Joey auch ziemlich in die Ecke treibt. Mai macht dabei das Ganze und hat sich auf die Schattenseite verschlagen, weil sie nicht so fame und als Spitzenduellantin akzeptiert wurde wie Yugi, Kaiba oder Joey. Und kurz bevor sie aufgegeben hat, hat sie auch noch ein Duell verloren, um eine weitere Chance zu bekommen. Und vor allem stärker zu werden. Was auch irgendwie ziemlich gut geklappt hat. Immerhin hat die jetzt nicht nur 6 Harpien auf ihrem Feld, sondern hat Joey auch nur noch 200 Lebenspunkte. Und kurz bevor jetzt Joey aufgegeben hat, wurde er noch einmal von Yugi ans Herz der Karten erinnert. Und damit kann es weitergehen. Joey schlägt endlich zurück und hat wohl anscheinend erkannt, wie er das Siegel umgehen kann. Nur wurde der Effekt annulliert, also ja, Pech gehabt. Duke kommt an und will eine Möglichkeit finden, wie die wieder aus diesem Gebäude rauskommen, beziehungsweise wie die Gitter wieder hochgehen. Damit Joey das Ganze aber noch rumreißen kann, braucht er ein verdammtes Wunder. Also geht's wieder zu den Drachenskulpturen, wo auch Joey wieder ein Schwert rausziehen kann und somit den Drachen Hermus befreit und auch diesen hier direkt wieder zieht. Joey weiß jetzt wieder, wie er das Siegel zerstören kann. Er fusioniert seinen Zauberer der Zeit mit seinem Hermus und bekommt einen komischen Hammer. Damit den teuflischen Mega-Cyber ausrüsten und Angriff! Jetzt bekommt jedes Monster von Mai eine Zahl über den Kopf. Mai ist am Zug und sie verliert jetzt plötzlich alle ihre Monster. Nur, dass halt auch selbst Joey keine Ahnung hat, was gerade passiert ist. Und endlich kann Joey auch mal einen direkten Angriff durchziehen. Der Spieldrache kommt zurück, wird aber mit Hilfe der Teufelswürfel zerstört. Mai steht jetzt kurz vor dem Verlieren, also bricht Valen das Siegel mit seinem Ring und zusammen zaubern sie sich auf das Gebäude. Keine Seelen wurden verschlungen, dafür haben die beiden Mai mitgenommen. Kaiba kommt auch an und alle zusammen gehen sie in den geheimen Raum, wo sie die Karte verbrauchen, die sie vom Pegasus bekommen haben. Im Raum kommt ein Hologramm von ihm, der eigentlich nur vor Darts und seinem Leviathan wohnt. Und um Yugi noch zu verstärken, kriegt er auch noch eine Blankokarte von ihm. Während Kaiba sich auch hier komplett weigert, irgendwas davon zu glauben. Zumindest bis die Drachen gemeinsam anfingen zu leuchten. Das ist eindeutig zu krass, um es weiterhin zu leugnen. Der Traum mit dem Drachen und die unbekannte Karte plötzlich in seinem Deck und in seiner Hand passiert halt jedem immer und ständig und das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Kaiba hat keinen Bock auf Teamwork, verzieht sich also wieder. Der fliegt mit seinem weißen Drachenjet weg, der eindeutig nur ein Zweisitzer ist, die anderen 5 damit aber mitfliegen wollten. Vielleicht auf dem Dach oder so, keine Ahnung. Naja, Dukes Auto ist ja auch ganz bequem. Joey macht sich jetzt noch Sorgen über Mai. Mai dreht durch, weil Valen sie gerettet hat und will sich schon wieder mit Joey duellieren. Jetzt wird Rebeccas Großvater entführt. Und weil das nicht genug ist, jagen die sein gesamtes Labor in die Luft und hinterlassen eine Notiz auf einer Karte. Also ist erstmal ein Wohnmobil das neue Hauptquartier. Da gibt Rebecca Yugi die hinterlassene Notiz, damit dieser in der Nacht alleine zum Ort gehen kann, der da auf dieser Karte halt beschrieben wird. Die anderen Freunde merken das, wollen hinterher, treffen aber auf Großvater, der wieder frei ist. Yugi ist bei Raphael angekommen, der unbedingt die Seele des Pharaos haben will, um damit die Welt zu retten. Wie? Das will er nicht sagen.
Also auf geht's zum Duell. Dabei schlägt Raphael direkt mal stark mit seinen Wächterkarten zu und erzählt uns für den Großteil der Rest der Folge etwas über seine tragische Vergangenheit. Ein Kreuzfahrtschiff ist kaputt gegangen, wo er seine Familie verloren hat, da dieses durch eine Riesenwelle zerstört wurde. Nur Raphael wurde an eine Insel gespült und konnte da dann in Ruhe mit seinen drei Wächterkarten Urlaub machen. Mit einem Floß versuchen, eine imaginäre Insel zu erreichen, wieder von einer Welle erwischt werden und dadurch den ersten Kontakt mit Darts und Atlantis machen. Aber erstmal musste Raphael wieder zurück zur Zivilisation, um zu sehen, wie verdorben alle geworden sind. Darts kam wieder, um ihn in sein Team zu holen, und jetzt sind wir hier im Duell gegen den Pharao, wo Yugi 5 Kuribos auf dem Feld hat, diese fusioniert und damit absolut gar nichts ausrichtet. Sind die 5 Kuribos zusammen, können die einen Angriff abwehren, ohne Opfer zu erleiden. Wow, wenn das mal nichts ist. Wieder wird Kuribabylon beschwört, der für das schwarze Magiermädchen geopfert wird, um diese mit seinem Timaeus zu fusionieren und so das Duell an sich zu reißen. Ein Monster wird zerstört, Raphael holt das für schlappe 1000 Punkte wieder. Und wieder kurzer Geschichtsunterricht mit Raphael. Vor 5000 Jahren, bevor überhaupt der Pharao regiert hat, gab es auf der Welt nur gute und böse Menschen, die sich bekriegt haben. Eine Seite davon hatte das Siegel von Aurikalkos, dreimal dürft ihr raten, welche Seite das ist. Jetzt in der neuen Zeit geht der Krieg natürlich noch weiter mit Raphael und so weiter, weil die wollen, dass die Guten natürlich gewinnen. Dafür opfern sie halt fast alle Menschenseelen und naja, für ein Monster, der halt alles wieder ins Rechte rücken soll und ja, das ist... Ja. Klingt auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig. Mit Austausch gibt Raphael Yugi noch das Siegel von Aurikalkos, der sich auch erstmal weigert, die Karte zu spielen, sieht dann aber dann doch keine andere Möglichkeit, das Duell zu gewinnen, nachdem sein Timaeus eingefroren wurde. Nur dass halt ohne das Siegel auch keiner seine Seele verlieren würde. Tja, jetzt ist es halt zu spät. Durch das Siegel wurde Timaeus zwar befreit, allerdings hat er keinen Bock drauf und verzieht sich einfach. Halb so schlimm, Yugi holt jetzt ein Monster nach dem anderen auf sein Feld, die natürlich alle vom Siegel verstärkt werden. Aber auch Yugi ist von dem Siegel besessen und opfert alle Monster von ihm ohne Rücksicht. Den schwarzen Magier, das schwarze Magiermädchen. Hauptsache, die Lebenspunkte von Raphael werden dezimiert. Nur noch 100 Lebenspunkte sind übrig, als er Eatos aufs Feld holt, mit den Monstern auf Yugis Friedhof verstärkt und das Duell mit 10.000 Angriffspunkten beendet. Und weil das Siegel von Aurikalkos aktiv war, weil ein Genie das ja unbedingt aktivieren musste, verliert Yugi seine Seele. Also eigentlich, denn Yugi Muto geht an seiner Stelle. Aurikalkos wieder weg, Kette auch weg und mit dem Heli abhauen. Damit bleibt nur noch Yami Yugi zurück, der es nicht fassen kann, was er gerade getan hat und was er dafür geopfert hat. Rex und Weevil springen mit auf den Heli auf und fliegen jetzt einfach mit Raphael mit. Unsere Freunde kommen zurück und müssen den anderen erstmal erklären, dass Yugis Seele weg ist, nur weil Yami verkackt hat. Deswegen ist er jetzt auch ziemlich depri. In der Zeit lernen Rex und Weevil Darts kennen. Da kriegt Raphael auch mit, dass er gar nicht den Pharao bekommen hat, sondern die Seele von Yugi Muto. Blöd gelaufen. Gut also, dass Weevil und Rex mit dabei sind. Nach einem kleinen erfolgreichen Eintrittstest bekommen sie nicht nur das Siegel von Aurikalkos, sondern können sie sich jetzt auch noch aus allen Karten, die es gibt, ein Deck zusammenstellen, um ihre Stärke gegen Yugi und Joey zu testen. Um jetzt mehr über Atlantis und die Geschichte zu erfahren, muss der Professor nach Florida. Nur wie kommt man dahin? Da kommt natürlich Kaiba ins Spiel, der mal eben angerufen wird, ihm erzählt wird, dass Yugi verloren hat, was ihn aber mehr als sauer gemacht hat und er deswegen auch einfach aufgelegt hat. Ja, also müssen die jetzt wohl mit dem Zug nach Florida. Die Reise geht los für Yami, Joey, Tristan und Thea. Sie versucht jetzt Yami aufzumuntern, nur bleibt er halt den Depri-Modus treu und geht einfach weg. Und nicht nur er ist weg, sondern sind jetzt auch einfach komplett alle Gäste weg. Alle, bis halt auf Yami und seine Freunde. Ein Waggon löst sich, was Yami und Thea von Tristan und Joey trennt, die auf Weevil und Rex treffen. Also auf zum Duell. Yami gegen Weevil und Joey gegen Rex. Wo auch schon wieder, bevor Joey überhaupt zugestimmt hat, Rex sofort das Siegel von Aurikalkos spielt. Genau wie auch Weevil es direkt im ersten Zug spielen kann. Aber halt mit dem Unterschied, dass Yami eigentlich voll Bock aufs Duell hat. Weevil legt ganz normal mit seinen Insekten los, während Rex es mit seinen Dinos versucht. Halt alles wie gehabt. Mit den neuen Insekten ist Weevil aber noch gefährlicher geworden. Er kann jetzt Yami direkt angreifen, weil sein Elfenschwertkämpfer infiziert ist, während Yami nur dabei zusehen kann, weil er ihn wegen der Insektenfalle nichts anhaben kann. Der infizierte Elfenschwertkämpfer wird in ein Kokon gewickelt und der neu beschworene Gaia-Drachen-Champion wird durch eine Falle auch noch zum Insekt, weswegen
dieser nicht angreifen kann. Bei Joey sieht es auch nicht gerade viel besser aus. Rex spielt ein Monster nach dem anderen, kann Joey dank einem Effekt mit einem Monster direkt angreifen, zerstört seinen Pantherkrieger, bleibt aber dank den Sündenböcken noch im Duell. Weevil holt die Insektenkönigin und räumt den Drachenchampion weg. Wieder bei Joey greift Rex jetzt mit seinen Monstern die anderen an, obwohl er ja mit einem eigentlich direkt angreifen könnte, um damit das Duell zu beenden. Will er wohl nicht, oder es geht halt nur einmal, was schon irgendwie komisch wäre. Naja, Joey verlässt sich wieder auf sein Glück, bekommt dadurch seinen Rotaugendrachen, pimpt ihn auf und zerstört das erste Monster von Rex. Und warum die ihre Seele riskieren? Weil die vor dem Königreich der Dulanden voll super berühmt waren und so weiter und danach halt nicht mehr. Also wollen sie jetzt natürlich Rache. Und wie geht Rache am besten? Natürlich mit dem Tyrannendrachen. Weevil verliert seine Insektenkönigin, kriegt dafür ein anderes Monster, nur damit Yami leer dasteht. Beziehungsweise nur mit seinem Kokon, woraus der Giftschmetterling schlüpft. Bei Joey wird der Rotauge vernichtet, um ihn ohne seine Rüstung zurückzuholen. Und Gierfried, der eiserne Ritter, wird auch mal eben seine Rüstung los. Als nächstes kommt bei Joey Hermos und bei Yami Timaeus. Nur, dass Timaeus keinen Bock auf Yami hat, weil er immer noch wegen dem Orichalcus-Move ein bisschen beleidigt ist. Bei Joey klappt es besser. Er fusioniert sein Hermos mit dem Rotaugen, um damit das Drachenschwert zu beschwören, damit den Tyrannendrachen zerstören und mit einem direkten Angriff auch Rex mit seiner Seele wegpusten. Einer down. Einer übrig, der gerade Yami übel provoziert, was er einfach nicht gemacht haben sollte. Yami nutzt den Effekt von Breaker, zerstört eine Zauberkarte von Weevil, um mit Breaker direkt anzugreifen. Und das nicht nur einmal, denn dank der Zauberkarte Berserkerseele darf Breaker so lange angreifen für jedes Monster, was 1500 oder mehr Angriffspunkte hat, was Yugi halt von seinem Deck zieht. Und er greift an und greift an und greift an. Auch wenn das Duell schon längst vorbei ist. Damit ist jetzt auch Weevil ebenfalls seelenlos. Ach ja, und der Zug driftet halt auch noch ab. Yugi und Thea werden von Opa Eisenherz gefunden, der sie ausruhen lässt und Yugi sein Deck wiedergibt. Der spürt, dass in Yugi eine große Trauer herrscht. Doch er kennt zum Glück auch die Lösung dafür. Auf dem Seelenberg will Yami mit der Seele von Yugi in Kontakt treten. Dabei trifft er einen alten Bekannten nach dem anderen. Bis er in der Mitte auf Yugi trifft, der sich mit ihm duellieren will. Dadurch stellt sich jetzt halt Yami die Vergangenheit und seine Fehler. Dabei haben die beiden die gleichen Karten. Also fast. Denn Yugi spielt das Siegel von Orichalcus. Dadurch bekommt er jetzt die Oberhand, da seine Monster viel zu stark werden. Auch die Lichtschwerter bringen nichts mehr, da Yugi die gleiche Taktik benutzt wie Yami im Duell gegen Raphael. Nur halt, dass Yami den letzten Angriff umlenken konnte, damit das Duell gewinnen und die Finsternis in seinem Herzen bezwingen konnte. Yami gibt sich jetzt auch nach dem Duell noch die ganze Zeit die Schuld für alles und die Vergangenheit und es hat sich eigentlich gar nichts gebessert. Zum Heulen ist jetzt aber gar keine Zeit. Raphael hat ihn nämlich gefunden, der mit Darts ein Monster aus der Erde beschwört, um Yami loszuwerden. Dieses Monster gibt Yami jetzt aber Flashbacks. Und zwar von Eisenherz. Der hat in der letzten Schlacht um Atlantis an vorderster Front gegen genau solche Monster gekämpft. Das Siegel kommt noch dazu, damit Yugi nicht mehr flüchten kann und damit kann das Duell losgehen. Orichalcus Gigas wird beschwört, der in der ersten Runde direkt mal mehrfach angreift. Zum Glück wird Yugi von den Seelen gerettet. Aber das Monster ist halt wirklich mächtiger als man denkt. Denn immer wenn es zerstört wird, kommt es stärker wieder. Egal ob jetzt durch ein Monster oder einem Effekt. Und der ist jetzt halt nonstop am Angreifen. Wer ist gerade am Zug? Ist sowas von scheißegal. Da hilft nur noch eins, das Auge des Timaeus, welcher von Eisenherz persönlich zu Yugi gebracht wird. Denn auch damals hat er an der Seite von Timaeus gegen Darts und seinem Leviathan gekämpft. Dabei wurde Timaeus aber schwer verletzt. Eisenherz und die anderen beiden werden zwar vom Blitz getroffen, Yugi kriegt aber seinen Timaeus und zusammen mit dem schwarzen Magiermädchen und dem Excalibur ist das Duell vorbei. Mai will jetzt immer noch unbedingt ihre Rache. Sie zerstreitet sich sogar mit den anderen, zerkloppt ein paar Motorradfahrer und trifft wieder auf Valen, der ihr bei der Rache helfen will. Rebecca und Duke kommen dazu, die sich zusammen gegen Valen duellieren wollen. Das passt ihm jetzt eigentlich auch ziemlich gut, immerhin will er Mai mit seinen Duellkünsten überzeugen. Was aber schwer sein wird. Immerhin spielt Duke am Anfang direkt einen 2500er, Rebecca den Schimmerdrachen und eine Karte verdeckt. Valen hat nur eine Rüstung, die direkt mal von Dukes Monster zerstört wird, was Duke aber etwas selbst wehtut. Rebecca will jetzt mit Schimmerdrache 2 direkt angreifen, kriegt es aber auch mit der Rüstung zu tun. Die holt sich jetzt aber zumindest den Schimmerdrachen wieder zurück, den Duke jetzt auch noch aufpimpt. Aufpimpen kann sich aber auch Valen selbst mit einer Rüstung. Mit seinen tausenden Effekten annulliert er jetzt nicht nur die Spiegelkraft, sondern zerstört er jetzt auch noch den Drachen und die Lebenspunkte von den beiden. Beeindruckend. Aber nicht beeindruckend genug für Mai. Jetzt färbt sich der Himmel auch noch in Farben, was irgendwie kein gutes Zeichen ist. Vor allem ist Kaiba jetzt auch noch in der Luft, der mit seinem Kapitän aber eh größere Probleme bekommt.
Yu-Gi-Oh! Und Thea entspannen sich ein bisschen, Jory und Tristan, die Rex mit sich schleppen, haben Besuch von einer Klapperschlange und Kaiba und Mokuba haben wieder Besuch von Alistair. Das gibt es also eine Revanche für beide. Aber natürlich nicht ohne das Siegel von Eurykalkos. Nicht nur wird einer der beiden jetzt seine Seele verlieren, wenn jemand das Duell halt verliert, sondern stürzt das Flugzeug gerade auch noch ab, was Mokuba verhindern will. Mitten im Duell macht Kaiba dann auch noch einen Abstecher in die Vergangenheit. Da findet er jetzt Kinder, einer davon, der so ein bisschen aussieht wie Mokuba und muss jetzt halt das durchmachen, was Alistair alles so passiert ist. Nur hat halt Kaiba nichts damit zu tun, sondern nur Gosaburo. Ironischerweise spielt Alistair jetzt auch noch mit Panzern von der Kaiba Corporation. Ja, wenn das Trauma in jedem Duell kicken soll. Aber Kaiba hat auch Maschinen und zwar die XYZ Drachenkanone, wogegen die Panzer dann auch wie Spielzeuge aussehen. Und auch wenn Kaiba sagt, dass Gosaburo ein absolut ehrenloser Vollidiot war, juckt es Alistair überhaupt nicht. Tja, so sind Verblendete nun mal, wenn sie von Hass zerfressen sind. Und irgendwie auch im Bann von Eurykalkos stehen. Die Panzer versagen? Gut, dann geht's jetzt eben mit Soldaten weiter, die mit einer Falle sogar die XYZ-Drachenkanone loswerden konnten. Mit einer Zauberkarte dann noch eine ganze, gigantische Festung auf das Spiel bringen, während Mokuba das Flugzeug vor dem Absturz gerettet hat. Die Festung haut Kaiba jetzt fast um. Da hilft nur noch der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Bevor Alistair den Weißen mit der Festung angreift, hält Kaiba ihm noch den Spiegel vor. Denn würde Alistair noch immer diese böse, böse Menschheit vernichten wollen, wenn sein Bruder noch leben würde? Naja, er schafft es eh nicht, den weißen Drachen zu zerstören, da Kaiba seinen verstärkt und damit ein Loch in die Festung jagt. Kaiba hat nur noch einen Zug, bevor das Flugzeug schon wieder halt abstürzt. Also ist Zeit für Critias, den er mit seiner Falle fusioniert und gemeinsam mit dem weißen Drachen verschmilzt, um das Duell zu beenden. Tschö, Alistairs Seele. Schnell noch das Flugzeug mit Hilfe von Timaeus, Critias und Hermos notlanden, wodurch alle wieder vereint sind und dann wurde noch die Kaiba Corporation von Darts geschluckt. Die Bodyguards bleiben trotzdem noch auf Kaibas Seite. Gemeinsam wollen sie jetzt Darts einen Besuch abstatten. Der macht gerade nämlich ernst. Er hat überall auf der Welt Steine verstreut, um damit Monster zum Leben zu erwecken, die alle Menschen umbringen sollen, damit der Leviathan mehr Seelen bekommt. Yugi und Kaiba trennen sich von den anderen, um in die Kaiba Corporation zu kommen. Nur werden die da von ein paar Monstern erwartet. Kurz vor knapp hackt Rebecca noch die Kaiba Corporation, um den beiden etwas unter die Arme zu greifen. Angekommen eben alles wieder für sich umprogrammieren und ein paar alte Bilder scannen. Dadurch weiß Kaiba jetzt auch, wer hinter all dem steckt. Es ist Darts, der wohl schon über 10.000 Jahre existiert. Und nicht nur das, sondern lässt er da auch noch alles explodieren und zeigt sich als Hologramm. Hier gibt's nichts mehr zu finden, also schnell weg von da. Joey und Valen geben sich ein Motorradrennen. Aber Hauptsache mit Helm, sonst wäre das eindeutig zu gefährlich. Mai kriegt von dem Wettrennen mit und will die beiden finden. Die beiden sind aber schon fertig mit ihrem kleinen Adrenalin-Boost. Jetzt gibt's Boost Nummer 2. Ein Duell, wo Valen wieder auf Power Ranger macht und sich eine Rüstung anlegt, die wieder mit den tausenden Effekten Joey etwas anheizt. Naja, eigentlich opfert er ja alle Ausrüstungsteile, um Joeys Alligatorschwert zu zerstören und 1500 Lebenspunkte abzuziehen. Valen war früher im Knast und kam nur wieder raus, als er auf eine Insel gebracht wurde und da die Seele von mehreren Menschen abgezogen hat. Durch diese außerordentlich starken Leistung wurde er in Darts Team aufgenommen. Yugi, Kaiba und die anderen werden umzingelt. Vielleicht helfen ja Timaeus und Critias weiter. Joey versucht mit seinen üblen, wacken Monstern Valen zu beeindrucken. Der holt sich aber das Siegel von Eurykalkos und baut sich wieder einen Raumanzug zusammen. Nur dieses Mal mit einer anderen rechten Faust. Dieses Mal schafft er es nämlich sogar, ein Monster von Joey zu zerstören, ohne dabei selbst seine ganze Rüstung zu sprengen. Selbst einen Angriff von Jinzo kann er abblocken, ohne dabei alles zu verlieren. Yugi und die anderen haben die Monster zerstört und wollen jetzt Joey finden. Nur gibt Kaiba nicht die Daten seines Ordnungssystems für die Dual Discs her und verzieht sich wieder. Joey verliert wieder seinen Jinzo für ein paar Bauteile von Valens Rüstung, die er sich eh wiederholt und verstärkt dann auch noch seinen Helm. Gut, dass auch Joey ein Ass im Ärmel hat, nämlich den guten alten Hermos. Rebecca knackt Kaibas Ortungssystem, findet heraus, wo sich Joey gerade duelliert, weswegen Yugi, Tristan und Thea geschmeidig dahin joggen. Joey fusioniert seinen Hermos mit seinem Raketenkrieger, um eine fucking Bazooka zu erschaffen und mit dieser die Rüstung von Valen zersprengt. Das Duell ist jetzt aber noch nicht zu Ende. Valen dupliziert jetzt Joeys Bazooka und rüstet sich wieder mit zwei Teilen der Rüstung aus, um Joeys Monster zu zerstören. Aber auch Joey gibt noch nicht auf. Währenddessen macht Kaiba einfach den überkranken Chat-Move. Er will jetzt zu Darts, steigt deswegen bei einem Händler
einfach so in irgendein Auto, gibt dem Verkäufer einen Scheck in Höhe von 500.000 und fährt los. Zurück zum Duell gönnt sich Valen wieder ein Teil und greift an. Nur holt Joey sich jetzt auch einen Anzug und rettet sich damit nochmal. Joey kombiniert jetzt noch seinen Rotaugen mit seiner Rüstung, um anzugreifen. Nur opfert Valen wieder ein Teil, um sich zu retten. Während die beiden sich jetzt im Kostüm duellieren, kommt Mai vorbei. Beide aktivieren jetzt noch eine Zauberkarte, was Joeys Effekt aktiviert und er Valens Rüstung noch einmal komplett zerstört. Aber auch er aktiviert eine Falle und kann den Rotaugen wieder von der Rüstung trennen. Kein Wunder, warum die beiden so aus der Puste sind, bei so viel Körpereinsatz in diesem Duell. Und wieder holt sich Valen seine Rüstung aus dem Friedhof zurück. Aber auch Joey holt einen Teil von Valen auf sein Feld, holt seinen Hermus zurück, kombiniert das beides, dann mit sich und die beiden geben sich jetzt einen heftigen Faustkampf. Es sieht erstmal nach Gleichstand aus, aber da Joey seinen Rotaugen in seine Faust mit einfließen lassen kann, ist er doch stärker und gewinnt damit das Duell. Valens Seele wird jetzt zu Darts geschickt, Mai heult ein bisschen rum, zumindest bis Orichalcus ihr wieder zum Kopf steigt. Joey will ihre Gedanken bei einem Duell austreiben. Und auch hier ist Mai wieder dumm genug, um das Siegel von Orichalcus zu spielen. Auch holt sie sich wieder eine Harpyenarmee aufs Feld, um Joeys Seite ein bisschen zu verkleinern. Kaiba muss wieder ein paar Monster loswerden. Erst mit dem weißen Drachen, bringt nur so mittelfiel, also wird mit Kritias aufgeräumt. Joey holt sich zwei von Mais Harpien auf seine Seite und spielt Stammesschwur, wodurch keine Harpie mehr angreifen kann. Die opfert er jetzt aber direkt mal schnell wieder mit dem Lannister, um Guilford zu spielen, Mais Feld aufzuräumen und Mai damit fast K.O. blitzen. Mai kann aber auch diesen wieder auf den Friedhof jagen. Nächster Versuch, schwarzer Drachenritter holen, für den schwarzen Rotaugen opfern, den wieder mit Hermus fusionieren und damit den blauen Flammschwertkämpfer ausrüsten. Cooler Aufbau, aber keine Chance gegen den Harpienwedel. Joey trickst jetzt noch ein bisschen aus, ist immer noch im Duell, kriegt deswegen seinen Flammschwertkämpfer und versucht es jetzt auch noch ein bisschen mit der härtesten Zauberkarte, dem Talk no Jutsu. Joey ist jetzt auch so weit, dass er fair verlieren würde. Ein einziger Angriff fehlt nur noch. Naja, so oder so ist Joey zu schwach, um weiterzukämpfen und wird vom Siegel verschluckt. Und das heißt natürlich für Mai wieder Rache. Nämlich, weil sie ihre Rache bekommen hat. Naja, sie kommt halt nicht mal zu Darts, weil sie davor noch auf Raphael trifft. Unsere Freunde finden den seelenlosen Joey. Und Tristan weiß auch schon, wer ihm das angetan hat. Und zwar Mai. Also auf geht's für Yugi zum Darts Hauptquartier, wo ihm auch schon eine seelenlose Mai entgegenkommt. Raphael hat sie nämlich schon im Duell fertig gemacht. Er gibt Yugi Hermos und will ihn wieder im Duell fertig machen. Warum auch immer er ihm dafür auch noch Hermos gegeben hat, mal eben den Schwierigkeitsgrad des Todes erhöht. Und genau wie im Duell davor verlässt sich Raphael auch hier wieder auf seine Wächter. Yugi kombiniert jetzt seine Kuribos, um den Wächter von Raphael zu schwächen, damit dieser von Korybabylon zerstört werden kann. Also hätte Raphael diesen nicht noch beschützen können. Um seine Monster zu stärken und ein bisschen mehr Spannung in das Duell zu bringen, spielt Raphael das Siegel von Orichalcus. Yugi zaubert den schwarzen Magier aufs Feld, um Raphael endlich mal ein Monster abzuziehen. Der rettet es aber schon wieder. Als nächstes holt Raphael wieder Eatos aufs Feld, um den schwarzen Magier loszuwerden. Aber auch der wird diesmal geschmeidig gerettet. Zeit für Timaeus. Der fusioniert sich jetzt mit dem schwarzen Magier und schafft es endlich, Eatos zu zerstören. An ihrer Stelle kommt jetzt aber die Wächterin der Finsternis, Sense des Grauens. Und um die zu verstärken, legt Raphael alle seine Monster auf den Friedhof und schafft es auch, Timaeus und somit auch den Magier zu zerstören. Ein Magier weg, kommt der nächste aufs Feld. Yugi will jetzt die ganze Zeit Raphael weiter versuchen zu überzeugen, dass er nicht so richtig auf der Seite der Guten steht und spielt dafür auch noch Zirkel der Unterwelt. Mit Zirkel der Unterwelt landen die beiden auf dem Friedhof und treffen da auf Raphaels Vergangenheit. Darts hat Raphael vor den Gräbern seiner Familie buddeln lassen und bekam so seine Dual-Disc mit seinem Deck. Orichalcus rein, alte Wächterin weg, neue kommt her. Durch Zirkel der Unterwelt sollte jetzt eigentlich auch die Sense des Grauens zerstört werden. Die bleibt aber, indem Raphael eine Karte aus seiner Hand entfernt. Yugi holt jetzt das schwarze Magermädchen wieder, gemeinsam mit Timaeus, um es mit der Sense des Grauens anzugreifen. Nur bringt das ja nichts. Und die wird auch wieder zerstört, wodurch Yugi einfach nur noch 10 Lebenspunkte hat. Der Einzige, der jetzt noch helfen kann, ist Hermos. Yugi holt Raphaels Eatos zurück, fusioniert Hermos mit der königlichen Ritterin, um damit Eatos einen schönen Bogen zu geben. Das Besondere an dem Effekt ist jetzt, immer wenn die Sense des Grauens sich nach dem Zerstören wiederbelebt, darf Eatos noch einmal angreifen. Tja, damit war es Sense für die Sense. Raphael erkennt jetzt langsam, dass er Scheiße gebaut hat, holt seine Wächter vom Friedhof zurück, die ihm alle jeweils 500 Punkte gekostet haben, er also aufgegeben hat und somit auch ins Reine kam. So rein, dass das Siegel von Orichalcus ihn einfach nicht nehmen kann, weil es nur Menschen nehmen kann, die auch nur ein bisschen Finsternis in sich haben.
Mit dem Heli geht's weiter. Und auch wenn das Siegel Raphael nicht weggeschnappt hat, war's das wohl mit ihm, als er zu schwach war, um zum Heli zu kommen. Yugi noch eine SD-Karte in die Hand drücken, wodurch sie den Standort von Darts Versteck haben. Spaß, Raphael geht's noch gut, der hat sogar noch die seelenlose Mai gerettet. Darts pfeift seine Monster zurück, das Militär fängt Kaiba und Co. ab, um ihnen zu sagen, dass sie bitte Darts fertig machen sollen, da sie ja ohne Beweise nichts machen können. Angekommen werden sie direkt mal von Darts empfangen. Der hat schon Millionen von Seelen gesammelt aus den letzten 10.000 Jahren. In den 10.000 Jahren ist er wohl auch noch etwas übermütig geworden, da er sich jetzt mit Yugi und Kaiba gleichzeitig duellieren möchte. Kaiba holt in seinem ersten Zug den weißen Drachen, Yugi den Soldaten des schwarzen Lichts. Darts legt mit dem Siegel von Orichalcos, dem Orichalcos Gigas und dem New Tora los. Tja, das ist keine große Sache für den blauäugigen Ultradrachen, der mit Yugis Monster fusioniert wird und angreift. Anstelle, dass Darts sich jetzt einen Platz im Friedhof mieten kann, fängt New Tora den Schaden einfach ab und wir finden uns im Weltall wieder, ganz logisch, damit Darts uns erzählen kann, dass er mal der König von Atlantis war und es auch wieder sein möchte oder so. Geschichtsunterricht! Auf Atlantis war es super schön und Monster lebten mit Menschen friedlich zusammen. Zumindest als Orichalcos kam und damit die Technologie von denen aufs nächste Level gepusht hat. Bis hierhin nicht schlimm, dann aber paar Jahre später auch noch das Böse in den Menschen rausgeholt hat. Darunter auch bei der Frau von Darts. Dadurch hat er gemerkt, dass die Menschheit von Grund auf böse ist und er es mit dem Leviathan resetten möchte. Seine Tochter und sein Vater Eisenherz wollten das nicht und waren halt gegen seinen Plan. Dafür ging es in eine Höhle, um mit ein paar Monstern in den Krieg zu ziehen. Dabei ist Atlantis tauchen gegangen und die Monster verstreuten sich auf die ganze Welt. Ein Orichalcos ist im Duell noch nicht genug, let's go, zweiter Ring. Raphael ist jetzt auch noch am Start und hat sich ein Flugzeug gemietet und fährt mit dem Motorrad weiter nach Darts. Der zweite Ring gibt ihm nur jede Runde paar Lebenspunkte, also halb so schlimm. Viel schlimmer ist es, dass er dank New Tora seinen Gigas immer weiter zerstören lassen kann, ohne dabei Schaden zu nehmen und der immer wieder stärker zurückkommt. Also muss man irgendwie den New Tora umgehen. Gut, dass es also wirklich so eine Karte gibt. Kaiba spielt den Energiereflektor, der Yugis Angriff von hinten auf ihn umleitet. Mit dem zweiten Ring kann er den Angriff aber auf sein Monster und Yugis ablenken. Defusion! Puh, nochmal Glück gehabt. Die Spiegelritter kommen aufs Feld, die so stark sind wie die Monster gegenüber und räumen das Feld von Kaiba und Yugi. Kaiba zerstört den Kristall, wodurch die Ritter eigentlich weg sein sollten, nur platzen jetzt halt ihre Helme. Die Ritter sind mit der Seele von deren Freunden kombiniert. Naja, aber eigentlich müssten die ja trotzdem jetzt kaputt sein, also keine Ahnung. Yugi will als Ritter nicht Yami angreifen, also war es das mit Darts Zug. Kaiba greift Mai an, zerstört erst ihren Spiegel und dann springt auch noch Jobby dazwischen, zersprengt dadurch seinen Spiegel, um Mai zu retten. Yugi auf der anderen Seite kann das aber nicht so einfach. Es sind ja immerhin seine Freunde und Pegasus. In der nächsten Runde will Kaiba aber Joey. Yugi geht dazwischen. Darts spielt ein starkes Monster, Angriff abwehren und weiter mit Verteidigung. Jetzt will Raphael bei der Party dabei sein, also labert Darts etwas über seine drei Hauptuntergebenen. Alistairs Bruder ist durch Gosaburo verstorben. Falsch, durch Darts. Valen, der im Knast war, natürlich nur dank Darts. Raphaels Unfall, auch Darts. Scholz als Kanzler. Darts. Mit dieser Provokation kommt selbst das Böse in Raphael zum Vorschein, wodurch das Siegel vom letzten Duell mit etwas Verspätung doch noch aktiv wird und seine Seele nimmt. Darts erweitert das Siegel auf Level 3. Damit sind jetzt andere Zauber- und Fallenkarten wirkungslos. Aber nur bei Kaiba oder so, weil Yugi seine Falle einfach aktivieren konnte, damit Kaibas Monster verstärken und Darts Monster zerstören. Nur steht jetzt Yugi ohne Schutz da und kassiert die Angriffe der Ritter. Jetzt ist es Zeit für die Drachen! Kritias ist dran! Diesen mit der Macht des Spiegels verschmelzen und mit ihm Pegasus Schild angreifen. Den zurückgeworfenen Angriff absorbieren, wieder zurückschießen und damit alle Ritter zerstören. Auch New Tora wurde jetzt endlich mal zerstört. Nur bekommt dieser jetzt ein Upgrade. New Tora digitiert zu Shakumon und besteht jetzt aus mehreren Teilen. Der perfekte Angriff, der immer 300 Punkte stärker ist als sein Ziel und die perfekte Verteidigung, die immer 300 Punkte stärker ist als der Angriff, den sie halt kassiert. Das war's für Kritias und damit auch für Kaiba. Eine Falle konnte er auch noch aktivieren und Yugi etwas für das 1 gegen 1 stärken, bevor auch seine Seele von Orichalcos verschlungen wird. Dadurch wird der Leviathan so stark, dass er wieder sein Auge manifestieren kann. Bisschen Vergangenheit, Darts hat schon damals Yugi als Pharao beobachtet und hat sie ihm seitdem auch im Blick, um irgendwann seine Seele für den Leviathan zu opfern. Zuschlagen wollte er aber erst, nachdem er nach tausenden von Jahren von Yugimoto wieder aus dem Puzzle geholt wurde. Als Pharao war es ihm wohl einfach zu viel.
Die Seelen der Freunde sind jetzt irgendwo im Nirgendwo und werden langsam vom Auge des Leviathan verschlungen. Pegasus weiß übrigens auch viel über die Vergangenheit. Hermos, Kritias und Timaeus, die Wächter der beiden Welten, sind gar keine Drachen, sondern in Wirklichkeit Menschen. Also Ritter, und Ritter sind ja halt Menschen. Yami wird vom Tauchnojutsu fast zum Aufgeben gezwungen, aber nicht mit seinen Freunden. Und der Karte von Pegasus, Legende des Herzens. Für den Elfenschwertkämpfer holte die drei Drachen aufs Feld, aber dieses Mal in ihrer wahren Gestalt. Die zerstören jetzt das Siegel von Orichalcos und schwächen Darts Monster. Dank Kritias bekommt Yugi Spielkraft wieder zurück, um das Monster zu zerstören, der aber dafür die göttliche Schlange als Ersatz holt. Darts hat keine Lebenspunkte mehr, bleibt aber so lange noch im Duell, solange die Schlange da ist. Die zu zerstören geht doch über easy bei einem Monster mit unendlich Punkten. Und damit diese Schlange angreifen kann, muss Darts 10 Karten aus seinem Deck ablegen. Aber für diese 10 Karten ist jetzt halt Timaeus weg und Yugis Lebenspunkte ausgelöscht. Er bleibt jetzt aber trotzdem noch dank einer Falle so lange im Spiel, solange das schwarze Magiermädchen auf dem Feld ist. Und nur um zu zeigen, wie heftig er ist, holt Darts einfach so Timaeus zurück, kann dafür jetzt aber zumindest für weitere 10 Karten nochmal in demselben Zug angreifen. Hermos holt den Elfenschwertkämpfer zurück, um damit das schwarze Magiermädchen zu beschützen. Aber was soll man eigentlich gegen eine unendliche Angriffskraft machen? Richtig, den Angriff wie ein Ping-Pong hin und her zwischen Hermos und Kritias schießen, um damit auch auf unendlich zu kommen, dann mit Timaeus fusionieren, um den Schicksalsritter zu holen, der jetzt mehr als unendlich Punkte hat, wodurch die Schlange down ist und das Duell beendet. Puh, damit war es das jetzt wohl mit dem Levia. Ups, hat Darts weggesnackt. Auch wenn Hermos, Kritias und Timaeus zumindest noch Kaiba, Joey und Yugi retten konnten. Atlantis kommt wieder aus dem Meer. Kaiba, Yugi und Joey wollen also dahin, um den Rest zu erledigen und den Leviathan ein für alle Mal aufzuhalten. Aber nicht ohne die drei Götterkarten. Hermos und Kritias wieder zu Kaiba und Joey zurückgeben und los geht's zu Atlantis und Darts. Darts finden die aber nur als kleinen Pickel auf dem Leviathan. Paar Monster beschwören, darunter auch die drei legendären Ritter, um es dem Leviathan mal so richtig zu zeigen. Angriff! Ohne Wirkung. Anders als ein Angriff vom Leviathan, der alle Monster außer die drei Ritter direkt mal zerstört. Die Welt der Monster bricht auf, damit diese Leviathan angreifen können. Auch unsere drei Helden schicken wieder jeweils drei Monster zum Angriff, ohne dass es wieder irgendetwas gebracht hat. Die letzte Hoffnung sind die Ritter, die down sind. Yugi, Kaiba und Joey werden vom Leviathan geschnappt und verschluckt, wo auch die ganzen anderen Seelen sind. Yugi spricht jetzt zu allen, um ihre gute Seite hervorzuholen und Yugi die Kraft zu geben, die drei ägyptischen Götter ins Spiel zu bringen und nebenbei noch Kaiba und Joey zu retten. Yami löst sich von Yugi, um den Göttern im Kampf gegen Leviathan zu unterstützen. Spüre die Faust des Zorns, die Donnerkraftattacke und die mächtige Strahlenattacke. Dagegen hat selbst der Leviathan keine Chance, lässt alle Seelen wieder raus und stürzt ins Meer zurück. Atlantis bricht zusammen. Darts ist aber wieder zurück mit einer komischen Schlange, die wohl ein Mini-Leviathan sein soll. Und angreifen kann es Yugi trotz der kleineren Größe immer noch. Yugi konzentriert sich auf das Gute und auf seine Freunde und vertreibt dadurch den Leviathan. Die bösen Wolken verziehen sich wieder. Darts ist jetzt auch schon wieder bereinigt, wird von seiner Familie abgeholt und sinken mit Atlantis wieder ins Meer, nachdem Yugi und die anderen wieder darunter sind. Die anderen machen sich jetzt Sorgen, weil Yugi nicht auf dem gleichen Weg rausgekommen ist wie die. Rex und Weevil wollen direkt mal wieder Rache. Alistar ist wieder bei den Guten. Valen ebenfalls, genau wie Mai. Und Yugi ist am Strand. Da noch ein bisschen mit dem schwarzen Magiermädchen und den drei Rittern reden, sich verabschieden, wodurch auch die Drachenkarten verschwinden. Yugi noch abholen und damit die nächste Mission ins Visier nehmen, nämlich Yamis Vergangenheit lüften. Kommen wir jetzt noch schnell zu einem Ergebnis. In dieser Staffel haben wir 36 gute Folgen, 4 mittlere und keine schlechte. Also für eine Filler-Staffel ist das einfach mal brutal gut. Selbst die letzte Folge, wo wie immer viele Flashbacks dabei waren, war hier dieses Mal echt gut verpackt und das sogar mit einem richtigen guten Ende. Teile und like ich die Videos von Serienreviewer? Auf jeden. Folge ich ihm auf Twitter, Instagram, bin auf seinem Discord und kaufe seine Merch? Auf jeden. Nice. So muss das doch. Vielen Dank, meine Freunde, für euren großartigen Support.